Hallo Yu-Gi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Yu-Gi-Oh! Spotlight. Ich bin Dirk. Und ich bin Jana. Und heute heißt das legendäre Duellanten hoch 3 die zweite. Wir schauen uns die Legendary Decks 2 an. Viel Spaß. Viel Spaß dabei. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Eröffnen wollen wir das Spotlight natürlich mit der Auflösung unseres letzten Gewinnspiels und diesmal darf sich freuen der Duncan14. Herzlichen Glückwunsch! Aber auch diese Woche haben wir wieder einen super Preis für euch in der Verlosung, denn wir haben wieder 5 OTS-Packs, 3x die 12 und 2x die 11. Das ist keine Telefonnummer, bitte nicht anrufen. Genau, ihr werdet niemanden erreichen. Nein, teilnehmen könnt ihr nämlich auf eine andere Art und Weise. Und genau. Zwar... Ihr müsst nur 3 einfache Dinge tun. Ihr schreibt einen netten kleinen Kommentar unter dieses Video, ihr liked dieses Video und habt natürlich auch ein Abo auf unserem Kanal. Und dann seid ihr auch schon in der Verlosung mit dabei. Und wir drücken natürlich allen Teilnehmern in die Daumen. Toi, toi, toi. Ja, beim letzten Mal haben wir ja uns ein bisschen mit den Speed-Duell-Startern mal beschäftigt, die ja jetzt vor kurzem endlich erschienen sind, mit ein bisschen Verzögerung. Und es gab tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die sich über die Speed-Duell-Produkte gefreut haben, insbesondere weil jetzt nach so langer Zeit, nach über einem halben Jahr, mal wieder ein bisschen Nachschub gekommen ist. Und das Ganze spiegelt sich auch in den Kommentaren auch so ein bisschen wieder. Und den ersten Kommentar mit Bezug auf den Kommentar von letzter Woche, nämlich von dem Yassin Ella Hess, der hat ja geschrieben, dass er sich ja gerne mit seinen Geschwistern halt zusammensetzt und halt spielt. Und passend dazu kommt der Kommentar von Wolfsherz. Genießt es, wenn ihr mit euren Geschwistern, euch mit euren Geschwistern versteht und spielen könnt. Das ist wirklich eine super Zeit. Habe auch damals mit meinem Bruder 4 Yu-Gi-Oh! Gespielt. War eine lustige und schöne Zeit. Leider ist diese Zeit dafür manchmal schneller vorbei, als einem lieb ist. Ja, das kann tatsächlich halt sein, insbesondere wenn man nach einer gewissen Zeit so ein bisschen aus einem Alter halt rausgewachsen ist, wo man nicht mehr so gerne spielt und nicht mehr die Zeit dafür hat, das zu spielen, oder weil andere Umstände einfach einen dazu zwingen, dass man nicht mehr die nötige Zeit hat, wirklich gemeinsam mit seinen Geschwistern Zeit zu verbringen, kann es natürlich sein, dass es dann halt immer ein bisschen schwieriger wird. Von daher, ja, ich finde die Einstellung von dir, Wolfsherz, wirklich sehr, sehr gut, die Zeit mit euren Geschwistern halt zu genießen, auch wenn Geschwister sehr anstrengend sein können. Was? es ist tatsächlich wirklich eine gute Einstellung, die Zeit so gut zu nutzen, wie es halt geht. Ne? Man weiß halt nie, was halt so alles kommt. Das kann ja wirklich alles Mögliche passieren, was dafür sorgt, dass dann die Leute oder die Geschwister untereinander einfach keine Zeit mehr haben oder man sich einfach nur selten halt sieht. Von daher. Genau, das geht eigentlich auch für jeden Lebensbereich. Man sollte die Zeit genießen, die man hat, ja, weil dann hat man nachher auch nichts zu bereuen. Absolut nicht. Mhm. Ja. Genau. The Crying Catchers schreibt: Ich habe bisher nur einen meiner Brüder mit Yu-Gi-Oh! Angesteckt bekommen. Der ist dafür Feuer und Flamme und fragt mich mehrfach täglich, ob ich mit ihm spielen kann. The Crying Catchers, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch 2 Brüder und nur einer davon lässt sich für Yu-Gi-Oh! Begeistern. Ja, aber das reicht ja auch. Genau, also wenn man halt mindestens einen hat, mit dem man halt spielen kann, ist das natürlich schon eine feine Sache. Wenn man natürlich noch mehr Spieler zum Spielen hat, kann man da lustige Sachen damit machen. Ne? So kleine Dreiecksturniere, sag ich mal, also Dreieck-Duelle sind natürlich auch eine witzige Sache. Aber hey, immerhin ein Geschwisterteil angesteckt ist schon eine sehr coole Sache, auf jeden Fall. Bei meinem Bruder habe ich dummerweise halt nicht mit angefangen. Ja, mein Bruder verflucht mich ein bisschen dafür, weil er sich natürlich dann, seitdem ich ihn damit angesteckt habe, auch wieder unheimlich viele Karten zulegen musste, weil unsere ganzen alten Karten sind mit der Zeit leider auch irgendwie verschütt gegangen. Und verdammt, jetzt habe ich deinetwegen wieder so ein teures Hobby angefangen. Aber es ist ein schönes Hobby, muss man ja mal sagen. Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Also Yu-Gi-Oh! Ist wirklich ein super cooles und auch vor allem ein soziales Hobby, was eine ganze Menge Spaß macht. Genau. Dann geht es mal weiter mit einem Beitrag von Kador912. Es freut mich, dass auch weiterhin neue Speed-Duell-Starter rauskommen. Ich finde das Produkt wirklich klasse. Für kleines Geld kann ich mit Freunden oder meinen Geschwistern spielen, die nicht so tief in der Materie drin sind. Und der ein oder andere ist auch so zum Master-Duell-Format gekommen. Ja, finde ich halt auch gut, wenn man halt über wirklich so ein einsteigerfreundliches Produkt wie die Speed-Duell-Decks und auch Booster Leute so ein bisschen halt begeistern kann, in das Spiel so ein bisschen einzusteigen, weil es ist wirklich sehr schlicht und einfach gehalten von der, ja, von den Regeln und von den Mechaniken her, sodass man das ein bisschen reinschnuppern kann, gefällt mir das Spiel überhaupt. Und wenn man dann halt sagt, ja, das macht mir Spaß, kann man sich auch ein bisschen weiterentwickeln, auch mal neue, komplexere Mechaniken halt mit reinbringen. Ich finde vor allem deswegen das Speed-Duell-Format so gut, weil das Ganze etwas schlanker ist. Ne? Mhm. Man muss nicht diese ganzen unheimlich vielen Kombinationen und so weiter
im Kopf haben und bedenken. Das Ganze ist recht einfach gehalten. Ja. Es geht auch zügig, das ist auch mal ganz gut, aber mir gefällt halt an dem Speedduell-Format auch einfach, dass es wirklich nicht mehr so dieses riesige, umfangreiche Paket ist, sondern wirklich auch auf die Wurzeln sich zurückbesinnt und man das auch wirklich etwas, ja, in Anführungsstrichen lockerer angehen kann als so ein hochkomplexes Link-Pendel-XC-Stack, was da alles Mögliche ausspucken kann. Ja, deswegen finde ich das Speedduell-Format auch eigentlich sehr gut. Ja. Und ich hoffe auch, dass wir weiterhin so coole Produkte halt bekommen, die einfach dieses Format noch weiter unterstützen. Denn auch wenn ich mal so zwischendurch an die größeren Events zurückdenke, wo es auch Speedduels Public Events gab, also so kleinere Turniere auch mit Speedduel-Decks und auch Speedduel-Startern, dann sind die doch relativ gut besucht. Also dafür, dass das Spiel noch nicht so alt ist, sieht man auch gerne mal so an die 20, 30 Leute da sitzen und dann halt so ein Speedduell-Turnier spielen. Ja, ist vor allem auch einfach, man ist lange raus gewesen, die ganzen neuen Beschwörungen kennt man noch nicht so gut. Ne? Genau. Wenn man dann jetzt hat man wieder eine Möglichkeit, auch dann an Turnieren teilzunehmen im Rahmen des Speedduell-Formats. Genau, ansonsten kann man auch mal in seinem lokalen Laden mal nachfragen, ob es da genug Interessenten gibt, die das Speedduell-Format halt mitspielen wollen. Ich meine, 4 Leute für den Anfang reichen ja auch vielleicht erstmal, um sich zumindest halt so ein bisschen halt auf dem Format halt duellieren zu können. Und wenn dann nach und nach sich mehr davon anstecken lassen, auch mal so ein lockeres, einfaches Format zu spielen, kann man da auch vielleicht so ein bisschen so ein zweigleisig halt fahren. Vor allem, es ist ja wirklich auch vergleichsweise recht günstig, weil der Kartenpool halt so klein halt ist. Ja. Genau. Und zum letzten Kommentar. Jules WNA schreibt: Schön nostalgische Themen in den Starterdecks, vor allem Toons und Lavagolem. Was haltet ihr von der OTS-13-Liste? Ja, es ist tatsächlich jetzt vor kurzem passiert und obwohl jetzt gerade keine großartigen Events stattfinden, sondern nur solche, die sogenannten Remote-Duell-Turniere stattfinden können. Konami hatte ja so ein kleines Format an den Mann gebracht, mit dem man von zu Hause aus, wenn man das entsprechende Equipment hat, auch von Videochat mehr oder weniger halt spielen kann. Da kann man halt momentan halt als einziges halt die OTS-Packs tatsächlich gewinnen. Und das neue OTS-Pack 13, was jetzt vor kurzem bekannt gegeben worden ist, zumindest der Inhalt davon, ist so ein bisschen dünner. Also es ist tatsächlich eines der OTS-Packs, wo ich jetzt sagen würde, vom Inhalt her sind da viele Sachen drin, die sind nicht mehr wirklich relevant oder halt auch grundsätzlich, da fragt man sich, warum ist zum Beispiel eine bodenlose Fallgrube in Kamm nochmal wieder mit drin? Ja. Ne, dann, was auch unter anderem mit enthalten sind ein paar Super-Rare-Varianten von den Spioralkarten mit enthalten. Das Themendeck ist seit der letzten Bande ist leider auch nicht mehr wirklich relevant. Die Fans des Themendecks werden sich natürlich halt freuen, dass sie noch ein bisschen ein kleines Holo-Upgrade bekommen. Aber für die meisten wird da nicht besonders viel drin sein. Also tatsächlich am interessantesten sind die drei Ultimate-Rare-Karten. Nämlich das eine ist das Buch des Mondes in Ultimate-Rare. Die Trap-Tricks Rafflesia ist dabei. Genau, und der Abgrundbewohner als dritte sind als Ultimate-Rare-Karten drin vertreten. Der Abyss-Bewohner tatsächlich eine Karte, die man heutzutage auch noch wieder in einigen Extra-Decks halt sieht, weil viele Decks auch vom Friedhof halt abhängig sind. Als Ultimate-Rare-Karte definitiv gerechtfertigt. Die Rafflesia finde ich halt auch ganz cool. Und ja, gut, Buch des Mondes halt, ist halt auch für Sammler und Nostalgiker eher so eine Karte, spielerisch gesehen momentan eher weniger relevant. Also ich finde die Veröffentlichung mit den Karten auch eher schwach. Also ja, wir werden uns aber nochmal ein kleines Opening dazu machen, sobald wir das Produkt auch dann bei uns mal zur Verfügung haben. Da können wir da ein bisschen mehr drüber reden und auch ein bisschen genauer drauf gucken. Aber insofern kann ich jetzt schon mal sagen, dass OTS 13 ist für diejenigen, die auf Turnieren halt dabei sind, halt wahrscheinlich eher weniger interessant. Also tatsächlich nur die Ultimate-Rare-Karten sind da die spannendsten. Ja, aber vielleicht ist es ja auch der aktuellen Situation geschuldet. Wenn man mal überlegt, im Moment können nicht viele Turniere stattfinden, dass dann vielleicht jetzt im Moment erstmal nicht so wirklich relevante Karten in das OTS-Pack reinkommen und wenn es dann später wieder losgeht, wenn wir dann eventuell 14 kriegen, dass dann wieder relevantere Karten kommen. Das kann natürlich auch sein, dass das so gedacht worden ist. Genau. Wir warten einfach mal ein bisschen ab und werden jetzt mal Folgendes tun. Wir werden jetzt ein bisschen Nostalgieluft schnuppern und werden jetzt zu unserem Opening-Tisch rüberhüpfen. Und dann werden wir mal ein bisschen Retrospektive walten lassen mit den Legendary Decks 2. Bis gleich. Bis gleich.
Und da sind wir mit unserer Legendary Dex 2 im Reprint. Ja, ich habe halt so einen kleinen Sprachfehler. Du bist ja als Angeldeutschlehrerin auch die perfekte Korrektorin für mich. Ja, sie versucht es zumindest. Also, wir haben hier wieder das Gold-Sarkophag-Design. Damals schon ja, der erste ja, Wunsch oder jetzt, die erste Idee, dass so ein bisschen an das legendäre Duell Yugi gegen sich selber mehr oder weniger damals in der Serie nachzustellen. Und hier haben wir jetzt wieder einen Reprint von einem sehr alten Produkt, was durchaus mit einigen Karten auch heutzutage noch ganz gut spielbar ist. Zumindest einige der Support-Karten aus dieser Box sind auch heutzutage nicht gar nicht so verkehrt. Hier haben wir nochmal so eine grobe Übersicht auf der Rückseite der Box, was uns so ein bisschen erwartet. Also wir haben halt zu den drei Hauptfiguren der ersten Serie, Yugi, Kaiba und Joey, die passenden Decks, wie auch schon das Cover vorne auch vermuten ließ, ne, konnte man auch ganz gut erkennen. Außerdem enthalten sind 6 Promokarten, die damals auch zumindest eine von den Promokarten für das schwarze Magier-Themendeck durchaus einen gewissen Impact hat und das auch heutzutage noch gut zu sehen und zu spielen ist. Ja, die Seele. Genau, die ewige Seele, genau. Genau. Und halt die 3 Götterkarten, natürlich, die uns die ganze Serie ja damals ja schon begleitet haben, immer mal wieder, sind hier auch noch vertreten. 2016 kam die erste Version von diesem Set raus. Habe ich mir damals auch geholt. Ja. Ich also glaube, das war sogar das erste Set, was ich mir geholt habe, nach langer, langer Abstinenz. Ja, und auf jeden Fall ein Produkt, was sich damals definitiv gelohnt hat. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das Produkt auch heutzutage noch ein bisschen was kann. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal live im Detail ein wenig näher an. So, oben auf haben wir schon einmal die 3 Promokarten. Die gucken wir uns auch direkt mal als erstes an, würde ich sagen. Und du hast die Ehre, die Karten auspacken zu dürfen. Und ich will hier schon mal ein bisschen näher ranzoomen, damit ihr auch draußen noch ein bisschen sehen könnt, was wir da für schicke Sachen haben. Wer will das denn sehen? Nein, genau. Als erstes dunkler, brennender Angriff. Ich finde das Artwork dazu auch ziemlich genial. Das hat mich damals auch schon sehr gereizt. Genau, hier haben wir eine Zauberkarte, die sagt, solange wir ein dunkles Magiermädchen kontrollieren, dürfen wir alle offenen Monster, die der Gegner kontrolliert, zerstören. Mhm. Quasi das Pendant zum Angriff des dunklen Magiers, der ja alle Zauber- und Fallenkarten zerstören kann, wenn er auf dem Spielfeld liegt. Ja, das haut ordentlich rein. Mhm. Dann die dunkle brennende Magie. Mhm. Eine Karte, die man auch tatsächlich heutzutage noch, wenn man halt das dunkle Magierdeck zusammen mit dem dunklen Magiermädchen spielen möchte, auch spielen kann. Denn sollten wir sowohl das dunkle Magier-Mädchen als auch den dunklen Magier auf dem Spielfeld haben, dürfen wir alle Karten, die der Gegner kontrolliert, zerstören. Genau, das ist dann die Kombination aus dunkler, brennender und dunkler magischer Angriff. Genau, deswegen eine sehr interessante, auf jeden Fall mächtige Karte, wenn man da wirklich dann beide Monster auf dem Spielfeld hat, was halt mit dem aktuellsten Support auch durchaus gut möglich ist. Ah, die Karten sind immer noch gut, finde ich. Und natürlich die ewige Seele, die auch ziemlich gemein ist dann im dunkler Magier-Deck. Ja, weil sie einfach jeden dunklen Magier auf dem Spielfeld vor sämtlichen Karteneffekten unberührbar macht, was schon extrem stark ist. Also ein 2-5er Monster zu haben, was von anderen Effekten unberührt ist, ist schon mal nicht ganz ohne. Und wenn wir ihn dann nochmal verlieren, können wir ihn damit einmal im Zug wiederholen. Also genau, und wir dürfen uns natürlich auch neben dem Wiederbelebungseffekt, den die Karte mitbringt, noch einen anderen Effekt nutzen. Wir dürfen uns nämlich Angriff mit dunkler Magie oder 1000 Messer aus dem Deck suchen, alternativ, wenn wir kein Monster wiederbeleben wollen. Also eine Karte, die auch heutzutage noch mindestens 2 bis 3 Mal in jedem dunklen Magier-Deck zu sehen ist, einfach weil sie einfach mega stark ist. Also muss für das Deck. Genau, deswegen, also die Karte war damals halt der Überbringer und ist auch heutzutage noch extrem gut. Hat er auch mit ihren 2 Reprints und Ultra Rare ja auch bewiesen, dass die Karte nach wie vor spielbar bleibt. Und dann machen wir einfach mal weiter mit den Decks. Ja, fangen wir doch einfach mal mit Yugi an, oder? Natürlich, klar. Wir fangen natürlich mit dem Hauptprotagonisten, dem ersten Deck natürlich von vorne an. Und gehen einfach der Reihe nach die einzelnen Charaktere durch, so wie wir sie auch in der Box vorgefunden haben. Jawohl. So. So, und hier haben wir auch schon, wie wir gerade erkennen konnten, die ägyptischen Götterkarten. Wie gesagt, die haben uns ja die ganze Serie über ab der 2. Staffel ja so ein bisschen ja begleitet. Und jetzt wollen wir natürlich noch mal einmal kurz durch das Deck einmal grob durchgucken und nochmal schauen, ob wir noch ein paar nette Sachen haben. Also die Standard-Göttermonster kennt man ja. Slifer, der Himmelsdrache, Obelisk, der Peiniger und der geflügelte Drache des Ra. Ja, finde ich halt cool, auch das Seele. Natürlich mit Text drunter, ne, weil der geneigte Yugi-Spieler nicht in der Lage ist, ägyptisch zu lesen. Genau, cool finde ich halt bei den dreien auch, dass sie das Original-Artwork aus der Serie halt genommen haben.
denn das passt einfach wirklich super in das Feeling halt der Serie tatsächlich rein. Mhm. Ja, also wenn man wirklich die drei Original-Artworks hat. Es gibt natürlich von den drei noch inzwischen einige Alternativ-Artworks. Die und auch ziemlich cool aussehen. Genau. Und man darf halt nicht vergessen, auch heutzutage kriegen die Götterkarten noch teilweise Support. Also ja. Demnächst ist halt für den geflügelten Drachen das Rahn neuer Support angekündigt. Und der macht die Karte tatsächlich sehr spielbar. Also, aber es gibt noch mehr. Genau, Inkarnation der legendären Exodia. Die auch hier damals das erste Mal drin war. Geschwisterbund. Mhm. Auslöschen, noch weiter zu Exodia gehören. Mhm. Und dann natürlich jetzt die Exodia-Teile. Genau, jetzt, genau, das waren ja mehr oder weniger die Promo-Extra-Karten, die wir noch mit drin hatten. Und jetzt kommen die eigentlichen Decks selber. Genau, mit Exodia die Verbotene, rechter und linker Arm. Und natürlich rechtes Bein und linkes Bein der Verbotenen. Was wäre natürlich ein Exodia ohne ihre fünf Bestandteile? Ja, ne? Armlos, beinlos. Ja. Aber besser Arm ab als andere Arm. Ne? Lieber Arm dran als Arm. Ah ja, genau so. Weil bei der Exodia besser andersrum. So, dann haben wir die Exodia Necros, die man damals im virtuellen Duell Kaiba gegen Gosaburo sehen durfte. Und der dunkle Mark, ja, in seinem Original-Artwork. Genau, sowohl in der Serie als auch damals in dem Starterdeck Yugi zu sehen, jetzt hier als Common-Variante enthalten. Ich hätte es schön als Ultra-Rare gefunden. Dafür musst du dir das Starterdeck Yugi halt leider besorgen und das kriegt man leider nicht mehr. Das ist halt das Problem. Ja, aber trotzdem das geilste Artwork vom dunklen Mark, wie ich finde. Ja, wobei ich finde das andere auch sehr schön. Ja. Das dunkle Magier-Mädchen natürlich, gehört dazu. Mhm. Der Buster-Klingenkämpfer. Auch der altbekannte Figur. Mhm. Dann der schweigsame Magier. Level 8. Genau, auch damals aus dem Duell zwischen Yugi und dem Pharao. Genau, den hat der kleine Yugi damals gegen Atem gespielt, um damit auch das Duell für sich letzten Endes zu entscheiden. Lieblingskarte. Ja. Außerdem natürlich die Vorstufe, dem schweigsamen Magier Level 4. Außerdem der Trickreiche, die Karte, mit dem damals Yami das Duell eröffnet hat. Mhm. Außerdem haben wir Großschildwache oder Riesenschildgärtner, wie er in der Serie hieß. Finde ich irgendwie den Namen aus der Serie besser. Ja, tatsächlich, ne? Dann haben wir die Walküre des Magiers. Die sieht man im Kinofilm im ersten. Dann Taumaturgist der Qualen. Eine Karte, die mit Spielmarken sehr viel rumspielt, aber auch nicht besonders gut, leider tatsächlich. Ne? Ja, aber ich fand das Artwork auch cool. Vor allem, es passt halt auch zum dunklen Magier-Thema ganz gut. Also vom Artwork her. Ja, jetzt, oder halt geht er mehr Richtung Brecher magischer Krieger. Ja, genau. Dann haben wir den Blockmann. Ein bisschen Lego für unterwegs. Genau. Und den allseits bekannten Marshmallow. Ja, natürlich. Dann wie ein kleiner Kumpel von Kuribo. Dann haben wir Sangan. Außerdem, dann bei den Zauberkarten haben wir den Gold-Sarkophag. Ja, auch eine sehr wichtige Schlüsselkarte in dem letzten Duell. Und auch heutzutage ist der Gold-Sarkophag in vielen Decks noch sehr, sehr gut spielbar. Metaphysisch, Donnerdrachen hat die Karte damals sehr gerne gespielt. Mhm. Vorher war sie lange Zeit eine sehr gute Allrounder-Sucherkarte mit ein bisschen Zeitverzögerung. Aber heutzutage kann man den Gold-Sarkophag natürlich auch für ganz andere Spielereien halt missbrauchen. Niemals. Die verräterische Schwerter. Wobei ich fand ich Lichtschwerter auch schöner als ja, Namen. Ja, das aber auf jeden Fall, ja. Dann haben wir magieartige Dimension, gefolgt von Vereinigte Magier. Auch sehr cool. Mhm. Trickreicher Zauber Nummer 4. Genau, ja, unser Token-Generator für den Trickreichen. Außerdem haben wir die 1000 Messer für den dunklen Magier. Ja. Dann Angriff mit dunkler Magie. Die darf natürlich nicht fehlen. Dann natürlich wieder für Exodia auch noch ein bisschen was dazu, den Vertrag mit Exodia. Genau, weil sonst könnte man die Exodia Necros ja auch gar nicht erst beschwören. Ja. Dann haben wir den Friedensboten, ein bisschen Schutz für unsere kleineren Monster. Dann haben wir dunkle Fabrik der Massenproduktion zum Recyceln von normalen Monstern. Dann haben wir Monster-Reinkarnation, eine etwas abgeschwächte Wiedergeburt. Ja. Dann haben wir das Geheime Dorf der Hexer, sehr gut für controller-stige Decks. Wenn man das ein bisschen mehr auf Controller ausspielen möchte, kann man zusammen mit einem Hexer und dem Geheimen Dorf der Hexer dafür sorgen, dass der Gegner keine Zauberkarten spielen kann. Hat allerdings den Nachteil, wenn man selber keinen Hexer kontrolliert, kann man auch selber keine Zauberkarten spielen. Genau, da schneidet man das so ein bisschen ins eigene Fleisch, wenn es dumm läuft. Genau, von daher muss man da seine Magier gut schützen. Ja. Dann haben wir den Topf der Gegensätzlichkeit, eine Karte, die man heutzutage auch in einigen Decks durchaus noch zu sehen bekommt, vor allem in Decks, die ja keine Spezialbeschwörung brauchen. Monarchen, Varadracho sind da so zwei sehr gute Beispiele, weil die ja über Tributbeschwörung halt mehr arbeiten und nicht über Spezialbeschwörung. Mhm. Deswegen ist da der Topf der Gegensätzlichkeit auch heutzutage noch eine verdammt gute Karte. Spiegelkraft, auch eine eigentlich coole Karte, aber heutzutage glaube ich nicht die beste. Na, die beste ist tatsächlich heutzutage eher die stürmische Spiegelkraft. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir weiterhin noch die magischen Hüte.
Genau, auch eine Karte, die Yugi das ein oder andere Mal spielt. Mhm. Der magische Zylinder, auch so etwas, mit dem man heute teilweise gar nicht mehr so wirklich gerechnet wird. Nein, und was man auch tatsächlich sehr gut gegen Antigedecks überraschungsweise halt benutzen kann, um dann OTK abzuwenden. Zum Beispiel. Oder zurückzuschicken. Ja, genau, das wäre richtig gemeint. Dann haben wir den Kreis der Magier. Genau. Mhm. Außerdem Ersatzsoldat. Ja, auch nochmal ein bisschen, um die Exodia-Teile vom Friedhof wieder zurückzuholen, und zwar in Massen. Schwerkraftbindung. Eine Karte, die heutzutage tatsächlich eher tot ist, weil mittlerweile gibt es so viele Alternativ-Monsterarten, die halt kein Level haben. Deswegen ist die Schwerkraftbindung dann leider ein bisschen nutzlos. Ja. Und eine Spielmarke natürlich. Genau. Und mal mit den drei Charakteren, die hier drin haben, die bekommen nochmal eine zusätzliche Spielmarke spendiert, um nochmal einige Token-Effekte nochmal zu symbolisieren. Gut, das war der gute Yugi. Dann gehen wir weiter zu dem guten Herrn Kaiba, der mit den blauen Augen wirklich eine sehr coole Supportkarte damals für das Themendeck bekommen hat. Denn die Möglichkeit, einen bläugigen weißen Drachen jederzeit aus Handdeck oder Friedhof beschwören zu dürfen, ist schon extrem gut. Und vor allem die Voraussetzung dafür, dass sie halt nur als Ziel für einen Effekt oder für einen Angriff gewählt werden muss, um ihren Effekt auszulösen, ist einfach schon extrem gut. Also von daher, Might mit den blauen Augen damals eine sehr, sehr coole und starke Karte, die das Themendeck blauäugig wieder sehr weit nach vorne getrieben hat. Aber wir haben noch eine ganze Menge mehr hier drin. Die Melodie des erwachten Drachen. Ja, eine Karte, die man heutzutage auch noch in sehr vielen drachenlastigen Decks halt sieht, weil sie ja nicht speziell auf den bläugigen weißen Drachen zugeschnitten ist, sondern auch grundsätzlich mit auf Drachenmonster mit 3000 oder mehr Angriffspunkten und 2500 oder weniger Verteidigungspunkten. Ne? Chaosdrache Levianir zum Beispiel ist da ein sehr gutes Beispiel, den man halt auch mit die Melodie des erwachenden Drachen suchen kann. Ein blauäugiger, ultimativer Drache. Ja, natürlich. Was wäre ein Kaiba-Deck ohne den blauäugigen Ultradrachen? Ja. Ne? Also ultimativer. Genau, dann der bläugige weiße Drache, auch damals in dem Starterdeck Kaiba Artwork und auch so, wie man es in der Serie halt gesehen hat, ist auch eines meiner Lieblings-Artworks tatsächlich mit, zusammen mit dem Anniversary Pack Artwork, wo der weiße Drache auf dem Turm sitzt. Mhm. Finde ich hatte den als nächstes halt mit am coolsten, einfach aus nostalgischen Gründen, weil der in der Serie auch immer in diesem Artwork halt zu sehen war. Das stimmt. Dann haben wir noch einen zweiten bläugigen weißen Drachen, macht natürlich halt auch Sinn, und natürlich auch einen dritten, weil sonst könnten wir den bläugigen ultimativen Drachen auch schlecht beschwören. Genau, und also, alles unterschiedliche Artworks finde ich natürlich auch nicht schlecht. Genau, hier haben wir zum Beispiel das Artwork aus dem Legendary of Blue Eyes White Dragon Booster, und hier haben wir das Artwork, was damals in der Banzai, in der deutschen Version des Manga-Magazins Banzai unter anderem drin war und auch in der anderen Videospiele. Dann haben wir den Drachengeist des Weißen, außerdem gefolgt der Kaibermann. Natürlich. Die Karte fand ich damals so lächerlich, als sie das erste Mal aufgetaucht ist. Ja, tatsächlich. Dann der weiße Stein der Legende, unser Allround-Sucher für den weißen Drachen. Und auch den weißen Stein der Uralten, der auch zwar früher schon in Ultra Rare erschien, mit dem Reprint aber nochmal den ganzen Deck ein bisschen Schwung gibt. Dann geht es weiter mit dem Beschützer mit den blauen Augen. Außerdem den Meister mit den blauen Augen. Da geht man ganz schön blauäugig ran. Ja. So, kommen wir zu mehr ein paar der blauäugig losen Themen und zu den Namen. Karten, die doch mehr in der Serie aufgetaucht sind. Genau. Der Kampfochse. Genau. Oder der mystische Djinn der Lampe. Der ist auch nicht so oft aufgetaucht. Ne? Doch, aber öfter als viele andere Karten, wie zum Beispiel auch dem Kampfochsen. Das stimmt, ja. Also den sieht man tatsächlich ein bisschen öfter. Den Worst-Plünderer. Alexandrit-Drache auch eigentlich eine ziemlich coole Karte. Ja, einer der besten Vanilladrachen, weil er als Level 4 Monster mit 2000 Angriffspunkten auch einer, den bisher auch mit den höchsten Wert mit ein paar anderen Monster zusammen und den Level 4 Monster hat ordentlich Bums. Auf jeden Fall. Klingenritter. Die antike Lampe, passend zu dem mystischen Djinn der Lampe. Dann Tigerdrache. Bisschen Rachensupport zum Zaubern Fallen zerstören. Der Kind-Modo-Drache ist auch noch dabei. Ja. Sieht eher aus wie so eine kleine Eidechse. Das ist richtig. Der König des Sumpfes. Ja, Fusionsunterstützung, um den blaugegen ultimativen Drachen aufs Feld zu bekommen. Außerdem den Reiter der Sturmwinde. Dann bei den Zauberkarten haben wir natürlich den Drachenodem der Zerstörung, alle gegnerischen Monster vom Feld zu putzen, solange wir einen blaugegen weißen Drachen kontrollieren. Der allerdings dafür den Rest des Zuges nicht angreifen darf. Ja, ist aber trotzdem schon mal nicht schlecht, alle gegnerischen Monster loszuwerden. Ja, also Mini-Rai-Gigi ist schon mal nicht schlecht. Ja, das stimmt. Dann haben wir das Leuchtfeuer des Weißen, eine Karte, die man tatsächlich sehr schwer nur spielen kann, weil die Voraussetzungen für ihren Effekt auch eher so semi-gut sind und der Effekt letzten Endes auch nicht ganz so toll ist. Aber trotzdem, vom Artwork her eine richtig schöne Karte, einfach weil auch dann dieser schimmernde weiße Effekt einfach von der Karte ganz gut rüberkommt.
Gut, dann haben wir Mausoleum des Weißen. Natürlich eine Polymerisation. Wie sonst soll man sonst auf den... Genau, wie soll man sonst fusionieren, ne? Genau. Dann eine Feindkontrolle, auch also. Eine Lieblingskarte von Kaiba, die man auch öfter mal sieht. Genauso Schrumpfen. Wie das Schrumpfen, ja. Dann das stille Verhängnis. Mhm. Antike Regeln. Ja, gut, um normale Monster der Stufe 5 oder höher von der Hand zu beschwören. Auch gut für den dunklen Magier zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Die Entzahlungnahme. Bei vielen Level 8 Monstern macht die Karte natürlich absolut Sinn. Genau, um dann ein bisschen neu zu ziehen. Wo bist du? Eine Karte, die man jetzt auch im OTS 13 tatsächlich wiederfindet und vieles Auftreten von Level 1 Monstern belohnt, denn mit ihr dürfen wir uns ein Level 1 Monster, sollten wir ein entsprechendes Monster auch kontrollieren, von unserem Deck auf die Hand nehmen. Verliert allerdings 2000 Punkte, sollten wir es in dem gleichen Zug nicht als Normalbeschwörung beschwören. Also, da muss man halt ein bisschen gucken, ob man die 2000 Punkte in Zahlung nehmen möchte tatsächlich oder ob man das Monster noch beschwören kann. Da ist die Entzahlungnahme. Oh. So, Topf des Zwiespalts. Eine Karte, die man eher seltener sieht, weil halt die wenigsten Decks mittlerweile unterschiedliche Typen halt spielen. Mhm. Trotzdem, es gab lange Zeit auch einige Decks, wo der Topf des Zwiespalts eine sehr coole Recycle-Karte war. Insbesondere deshalb, weil der Topf der Trägheit ja auch lange Zeit verboten war. Deswegen ist der Topf des Zwiespalts da auch eine sehr coole Alternative. Fusionsersatz, falls uns die Fusionskarte mal verloren geht. Na so, ja, haben wir einen kleinen Ersatz dafür. Unerwarteter Dive für unerwartete Momente beim Gegner. Angriff annullieren, natürlich genau. Auch nicht schlecht. Natürlich, die hat Kaiba ja auch diverse Male gespielt, also von daher war die auch logischerweise zu erwarten. Dann haben wir letzte Angriffsbefehle, um den Gegner in den Angriff zu zwingen. Außerdem Schattenzauber, gefolgt von Klonen. Und wir haben außerdem die Fusionsreserve. Den Krug der Trägheit, quasi der erste kleine Ersatz für den Topf der Trägheit damals, der wirklich sehr, sehr lange verboten war. Dann haben wir sogar noch eine Fusion, nämlich den Ein Synchromonster. Genau, und zwar den azuräugigen silbernen Drachen, der im Originalprint etwas anders hieß. Das hat man später ein bisschen korrigiert, weil der azuräugige silberne Drache nicht zu dem blauäugig Support zählte. Der hieß nämlich ursprünglich himmelblauäugiger silberner Drache. Ja. Und das hat ein bisschen zur Verwirrung geführt, weil nämlich der azuräugige silberne Drache, wie er jetzt im neuen Print heißt, wirklich nicht von diesem blauäugig Support halt unterstützt werden sollte. Deswegen. Ich habe tatsächlich beide Varianten. Also ich habe auch noch den himmelblauäugigen zu Hause. Den hat damals auch gleich. Ja, ich habe tatsächlich auch beide Varianten. So, außerdem als Fusionsmonster jetzt tatsächlich haben wir noch den ersten Drachen. Der braucht einfach nur zwei normale Monster. Genau, und kann auch nur durch ein normales Monster durch Kampf zerstört werden, was ich ja schon ziemlich cool finde. Wow, ja gut. Also von daher, den kriegt man halt ein bisschen schwerer halt los, wenn man halt gerade keinen Zerstörungseffekt zur Hand hat. Und natürlich noch die Spielmarke. Natürlich, auch passend natürlich den Seto Kaiba mit dann an seinem weißen Drachen. Genau. Gut, das war Deck Nummer 2. Jetzt haben wir noch den Außenseiter, ne? Den guten alten Joey. Haben Joseph. Wir auch, genau, Joseph Wheeler. Ah, da versteckt sich der, genau, das ist mal so ein bisschen hier versteckt. Die kleine Aufreißlasche. Genau, also das rotäugige Themendeck, ein bisschen so das Underdog-Themendeck tatsächlich, was aber gerade heutzutage mit dem aktuellen Support zumindest ein bisschen ärgern kann, wenn man halt das Ganze mit den Wachdrachen halt spielt. Aber viele Grundsteine liefert tatsächlich das Legendary Decks 2. Und der Anfang macht der schwarze Stein der Legende. Erstmal so im Kontrast zum weißen Stein der Legende, genau, haben wir noch den schwarzen Stein. Leider ein bisschen schwächer als sein heller Gefährte oder sein heller Zwillingsbruder. Sein Kontraststein. aber nichtsdestotrotz hat es dem Deck ein bisschen halt weitergeholfen, den schwarzen Rotaugendrachen ein bisschen schneller aufs Spielfeld zu bekommen. Dann Rückkehr der Rotäugigen. Ja, da fand ich halt diesen Ultra Rare Reprint, den das Legendary Decks geliefert hat, wirklich sehr schön, weil die rotäugige Rückkehr nochmal wieder gut rotäugig Monster wieder aufs Spielfeld hat, wieder zurück aufholen konnte. Insbesondere zweimal, nicht nur halt durch ihren eigenen Effekt, einmal pro Spielzug ein normales Monster, sondern auch, wenn die Karte zerstört wurde durch den Gegner, konnte man noch ein beliebiges rotäugig Monster zurückholen. Das heißt auch den rotäugigen schwarzen Metalldrachen, also das dickste der rotäugigen Monster, konnte man mit der Rückkehr der Rotäugigen sehr gut wiederholen. So, dann haben wir hier nochmal als Ultra Rare Reprint den rotäugigen Leuchtfeuer-Metalldrachen, der durchaus einige Burn-Kombinationen erlaubte mit seinem Effekt. Denn jedes Mal, wenn der Gegner einen Effekt auflöste, bekommt er 500 Punkte Schaden spendiert. Das ist schon mal recht cool. Und sein Wiederbelebungseffekt dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, denn wenn wir ein Material abhängen, dürfen wir noch ein rotäugiges Monster vom Friedhof wieder zurück aufs Spielfeld beordern. Also von daher wirklich eine sehr coole Karte, die auch vor Effekt nicht zerstört werden kann, solange er Exit-Material hat. Ja. Also wirklich ein sehr cooles Kraftpaket und mit 2800 Punkten auch sehr, sehr schlagkräftig.
Hier haben wir jetzt den rotäugigen schwarzen Drachen, leider nicht im Artwork aus der Serie. Ja, damals war nicht das Original-Artwork aus dem Legendary of Blue Eyes White Dragon auch tatsächlich, da war der ja auch drin in dem Serien-Artwork. Und hier haben wir leider eine der späteren Alternativ-Artworks bekommen. Sieht zwar ganz cool aus, allerdings fehlt mir da so ein bisschen der Holo-Effekt auf der Karte. Mhm. Deswegen kommt der Drache da nicht so ganz gut zur Geltung. Deswegen schade, dass wir dieses Artwork halt in Kamen halt bekommen haben. Ja. Dann haben wir rotäugiger schwarzer Leuchtfeuerdrache. Außerdem rotäugiger Erzunterwäldler der Blitze. Mhm. Um so ein bisschen auf die Fusion mit dem schwarzen, mit dem Beauftragten der Dämonen oder Schädel, also mit dem Erzunterwäldler, mit dem Schädel-Erzunterwäldler halt, also mit dem Totenkopf halt anzuspielen. Dann der rotäugige Retro-Drache, der auch die Zeitmaschine im Hintergrund zu sehen hat. Ja, stimmt. Denn Joey hat ja im Duell gegen Bennett Keith ja die Zeitmaschine benutzt, um seinen schwarzen Metalldrachen zurückzuholen. Ja. Deswegen da die Anspielung mit der Zeitmaschine im Hintergrund. Schwarzer Metalldrache. Ja, eine wirklich sehr coole Sucherkarte für Rotäugigkeiten, weil einfach quasi jede Rotäugigkeit suchen kann. Und aus Level 1 Drache auch für Wachdrachen eine sehr coole Kombinationsmöglichkeit bietet. Dann haben wir den Axträuber, auch eine der markanten Karten von Joey damals. Dann Alligatorschwert. Mhm. Außerdem der kleine knuffige Bibi-Drache. Den kennt man auch. Natürlich, den muss man kennen, ja. Dann der Jinzo. Den er von Esper Rover gewonnen hat. Genau. Battle City. Mhm. Finde ich immer sehr creepy. Also ja, und vor allem Jinzo kommt demnächst auch noch richtig coolen neuen Support demnächst. Also. Stimmt, da war was, ja. Mhm. Der bekommt unter anderem ein neues Exis-Monster. Ja. Ja, außerdem haben wir den Goblin-Angriffstrupp, den man ja auch ab der zweiten Staffel der alten Serie hat öfter mal zu sehen bekommen bei Joey. Dann Gerfried Eisenritter, ja, natürlich. Natürlich. Auch eine sehr coole Karte. Mhm. Dann haben wir den Raketenkrieger, immer noch mit dem alten Rechtschreibfehler. Also das Raketen. Ja. Raketenkrieger. Ja. Dann haben wir den blauen Flammenschwertkämpfer. Genau, neben dem normalen Flammenschwertkämpfer nochmal den blauen Flammenschwertkämpfer. Die Karte hat Joey damals ja von Yugi geschenkt bekommen, genau, als sie auf dem Weg zum Königreich der Duellanten waren. Genau, der Zauberer der Zeit. Der auch diverse Male den Arsch gerettet hat. Ja. Dann haben wir Phönix Gerfried, auch eine neue Form von Gerfried. Dann den Zwillingsbeschwörer. Glutflügel Schmetterling, weil wir ein paar Zwillingsmonster auch hier mit enthalten haben. Finstere Valkyrie. Ja, was die hier zu suchen hat, also ist halt ein Zwillingsmonster, aber trotzdem hat sie mit dem Joey-Deck nicht so wirklich viel gemein. Ja, das ist richtig. Und dann haben wir gebieterische Ritter. Außerdem Valkyrischen Ritter dazu. Mhm. Dann den Hüter des Schreins, der wieder sehr guten Drachensupport liefert. Und dann bei den Zauberkarten natürlich auch erstmal das Drachenodem des Infernos in dem Fall. Und da konnte man tatsächlich auch eine lange Zeit mit ein bisschen Glück auch einen OTK-Tauch rauszaubern, indem man einfach das Drachenodem des Infernos einfach kopiert hat und vorher über eines der größeren Fusionsmonster ein passendes Monster sich aufs Spielfeld gelegt hat, über die rotäugige Fusion. Die jetzt kommt. Genau. Als hättest du es gewusst. Natürlich habe ich es gewusst. Dann Karten des roten Steins. Quasi eine andere Form von Inzahlungnahme. Eine Polymerisation natürlich. Wir haben auch ein paar nette Fusionen hier auch drin enthalten. Das Salamandra. Eine Serienkarte, ganz wichtig. Und der Sündenbock. Natürlich auch sehr oft von Joey eingesetzt worden. Mhm. Dann das törichte Begräbnis. Roulette-Spinner. Mhm. Außerdem überwachen. Ein bisschen Support für die Zwillinge, wenn diese Ausrüstungskarte gibt den Zwillingen sofort ihre Effekte. Ja. Und sollte das Zwillingsmonster das Spielfeld verlassen, dann können wir das Monster direkt mal wiederbeleben über die Überwachen-Zauberkarte. Mystischer Raumtaifun. Mhm. Symbole der Pflicht. Dann rotäugiger Geist. Genau, auch nochmal eine Wiederbelebungskarte für rotäugig Monster. Dann haben wir Kunai mit Kette. Außerdem Ruf der Gejagten. Reißender Tribut. Mhm. Dann haben wir das flammende Odem. Und das Fluch des Anubis. So, dann haben wir noch ein, zwei Fusionen hier natürlich auch drin. Hier haben wir Erzunterwäldler schwarzer Totenkopfdrache. Das war tatsächlich die erste neue Fusion nach dem schwarzen Totenkopfdrachen, die das rotäugige Themendeck bekommen hat. Und die auch damals relativ gut zuhauen konnte mit 3200 Punkten, denn die Karte unterbindet auch die Aktivierung von gegnerischen Effekten, sollte er angreifen. Also schon ziemlich ordentlich. Und das ist noch nicht mal alles. Also natürlich noch der Alligator-Schwertdrache. Natürlich, auch eine der einzigen Fusionsmonster, die Joey auch halt spielt, neben dem schwarzen Totenkopfdrachen.
der auch nur in der ersten Staffel dann auftaucht, aber der Alligator-Schwertdrache damals im Duell gegen Mako Tsunami im Battle City-Turnier, ja, das einzige Fusionsmonster, was Joey tatsächlich noch rausgebracht hat. Und abschließend die Spielmarke dazu. Genau. Und hier sieht man auch nochmal halt den schwarzen Rotaugendrachen nochmal mit seinem Rodo-Effekt und da sieht man nochmal, er sieht einfach viel, viel cooler aus, wenn die Falle glänzt. Ne? Also deswegen dieser Rolo-Effekt, der muss einfach bei so einem schwarzen Rotaugendrachen dabei sein, sonst ist es einfach kein wirklich guter schwarzer Rotaugendrache. Ja. Gut, das waren unsere drei Legendary Decks, ja, Nummer 2 in dem Fall. Wir haben hier Nostalgie-Feeling vom Feinsten mit, ja, drei Decks, deren Support auch teilweise heutzutage noch ganz gut spielbar ist letzten Endes. Das muss man einfach festhalten, denn viele Karten sieht man heutzutage noch und haben auch entsprechend Reprints ja noch später bekommen. Mhm. Für Nostalgiker ein sehr cooles Produkt, die sich das nochmal gerne vielleicht auch mal nur der Optik halt nochmal vielleicht in den Schrank stellen wollen. Ich meine, optisch macht das schon eine ganze Menge halt her. Es ist zwar halt nur eine Pappschachtel, aber es ist halt trotzdem wirklich eine schön gemachte Pappschachtel. Also von daher zum Dekorieren in den Schrank stellen eine ganz feine Sache und auch die, ja, für das Nostalgie-Feeling die Decks nochmal eine sehr nette Angelegenheit. Was denkst du? Ich fand die damals schon cool und ich finde die auch heute noch sehr cool. Vor allem halt auch die dunkle Magierkarten. Magier sind ja sowieso mein Ding. Absolut. Ja, aber auch die weißen, die blauäugigen Karten mit den weißen Drachen dabei. Mhm. Das ist, finde ich, schon ziemlich starke Decks, die da wieder einmal in Neuauflage rauskommen. Mhm. Ja, aber jetzt ist die Frage, findet ihr das Set denn auch cool? Schreibt mal fleißig ein paar Kommentare unter das Video und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Und bleibt gesund.